Und jetzt geht's los mit dem Dreisat-Festival. Der zweite Abend mit Highlights von der Festivalbühne auf dem Mainzer Lerchenberg. Jetzt hier in Dreisat. Zuerst Max Uthoff mit seiner Gegendarstellung. Danach ein hoffnungslos optimistischer Christoph Sieber. Und später Kling, Krebs und Fischer mit Rap, Rock und Gesang. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Der soziale Friede ist ein hohes Gut. Gerecht ist es, wenn extremer Reichtum und extreme Armut in gleichem Maße ansteigen. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Volker Kauder ist ein guter Christ. Umverteilung ist Sozialismus. Uli Hoeneß ist kein Sozialismus. Frage dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du was für dein Land tun kannst. Das wird man doch mal sagen dürfen. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Traue niemals einer Autobiografie, die du nicht selbst geschrieben hast. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber es ist ganz normal, dass nicht jeder einen eigenen Amboss hat. Realitätsverlust ist häufig ein Gewinn. Die Konterrevolution spricht, ich war, ich bin, ich werde sein. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Schluss mit der Wohlfühlmentalität. Trinken Sie mindestens 3 Liter am Tag. Es geht um die Zukunft. Wir haben uns für unsere entschieden. Der Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, ist nicht Teil der deutschen Straßenverkehrsordnung. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wo man singt, da lass dich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einem Abend ohne Musik. Dieser Abend steht wie immer unter dem Motto Mittelschicht goes Kultur. Mittelschicht, das sind Sie, ja, und ich. Nicht superreich, kein armer Wicht, alles dazwischen gilt als Mittelschicht. Und sollte irgendjemand noch Zweifel daran haben, dass es sich hier heute Abend um eine kulturelle Veranstaltung handelt, so sei diese an die bahnbrechende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2010 erinnert. Ein belgischer Besitzer eines Erotik-Centers mit Einzelvideokabinen hatte beim EuGH auf den niedrigeren Mehrwertsteuersatz für Kinos geklagt. Der EuGH hatte abgelehnt mit der Begründung, dass beim Betrachten von Sexfilmen in Einzelvideokabinen das dem Kino eigene Gemeinschaftserlebnis fehle. Wir merken uns also, auch für die Zukunft, sich alleine Schweinereien anschauen, höherer Mehrwertsteuersatz, sich gemeinsam den Obszönitäten der Welt stellen, Kultur. Kurz zur Lage der Nation. Die Bundesrepublik Deutschland heißt zwar noch so, ist aber vor einiger Zeit in eine Stiftung überführt worden. Eine Stiftung ist ja eine Einrichtung, bei der ein Vermögen zu einem ganz bestimmten Zweck eingebracht wird. Die Stiftung Deutschland wurde natürlich von der Wirtschaftselite dieses Landes gegründet. Das haben Sie vielleicht überlesen. Stand aber auf Seite 12 links unten im Magazin Wirtschaft und Nekrophilie. Zweck des eingebrachten Vermögens ist es, dieses Vermögen weiter zu mehren und den Großteil der Bevölkerung davon auszuschließen. Schließlich ist ja der Staat der Ausschuss für die Geschäfte der Bourgeoisie, wie schon Karl Marx im humoristischen Manifest angekündigt hat. Der Vorstand der Stiftung Deutschland besteht aus Politikern. Da dürfen aus Dankbarkeit all die Parteipolitiker rein, die sich durch eine Parteikarriere als moralisch biegsam genug herausgestellt haben. Der Unterhaltungswert des jetzigen Vorstandes dürfte mit einem Faktor irgendwo zwischen einer Biedermeier-Kommode und einer kleinen Tüte Ahoi Brausepulver recht gut eingewertet sein. Das ist nicht ganz überraschend. Die Demokratie
als Legitimierung für Profitmaximierung, sie hat ein bisschen an Glanz eingebüßt, nicht wahr? Angela Merkel macht das relativ routiniert als Erfüllungsgehilfin des Kapitals, getreu ihrem goldenen Motto, wenn ich die Vergangenheit so lange anhalte, bis die Gegenwart vorbei ist, kann ich mir Überlegungen für die Zukunft sparen. Das ist innenpolitisch auch kein Aussitzen mehr, das ist Pfahlhocken. Und der größte Teil des Volkes, hat auch keine Lust mehr, als Statisten in dieser Inszenierung mitzuwirken. 51% Nichtwähler hatten wir bei der letzten Landtagswahl in Bremen. Arme Menschen gehen fast gar nicht mehr zur Wahl, nicht wahr? Diese Menschen haben schon begriffen, dass Gestalten wie Kauder, Merkel oder Gabriel an ärmeren Menschen so viel Interesse haben wie Donald Trump an einer glaubwürdigen Frisur. Aber wenn schon Fassadendemokratie, warum dann nicht Vollblutdarsteller nehmen, nicht wahr? Und ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Menschen, die einfach aus dem Bauch herausdenken. Ja, Menschen, bei denen die Sprechwerkzeuge auch mal unabhängig vom Frontallappen agieren. Kurz, Menschen aus dem Süden dieser Republik. Oder bleiben wir für, grenzen wir es ein, der CSU. Welchen Glanz, welch hopfenumrankte Freude könnten wir nicht alle jeden Tag erfahren, würden sie nicht immer wieder die schwächlichen Rhesusäffchen anderer Parteien dem natürlichen Führungsanspruch des Silberrückens aus Ingolstadt entgegenstellen? Und welche andere Partei verbreitet einen solchen Glanz und Gloria innerhalb dieser Demokratie? Schauen Sie sich nur an, wie die CSU den Gipfel in Elmau dieses Jahr mit inszeniert hat. So macht man das, nicht wahr? Welche andere Partei hätte das gekonnt? Was war das nicht für ein wahnsinniger Gipfel, nicht wahr? Hinten Gipfel, vorne Gipfel, links Wipfel, rechts Wipfel, dazwischen Zipfel. Es war ein wipfelig-zipfeliger Supergipfel. Solche Bilder will die Welt sein. So inszeniert man Demokratie. 20.000 Polizisten kümmern sich um 4.000 Demonstranten. War betreutes Demonstrieren. Schöne Bilder eigentlich, nicht wahr? Gut, der eine oder andere Journalist war enttäuscht, kann man nicht anders sagen. Ah, nirgendwo ein brennendes Auto. Ja. Was sollte er da machen mit seinen Textbausteinen von den G7-Gegnern als gewaltbereiten Chaoten? Nirgendwo ein brennendes Auto, aber wie hätten die Demonstranten das auch machen sollen? Wenn man kilometerweit einen Wanderweg entlang geführt wird, links Wipfel, rechts Wipfel, hinten Gipfel, vorne Zipfel. Das Einzige, was man da hätte anzünden können, wäre eine Kuh am Wegesrand gewesen. Das wäre wohl weniger als politische Demonstration, als vielmehr als Eröffnung der Grillsaison durchgegangen. Es waren, glaube ich, die schönsten Demokratiefestspiele, die wir auf einem grünen Hügel seit langer Zeit erlebt haben. Die war schon die Besetzung der Inszenierung hochkarätig. Die war die G7-Teilnehmer, also die führenden 6 Industrienationen und Italien. Und auch die Aufgabenstellung war nicht ganz einfach, nicht wahr? Die Probleme der Welt wurden gelöst. Die Probleme der Welt wurden da einfach so mal gelöst, ohne die Teilnahme kleinerer Dorfgemeinschaften wie China, Russland, Australien oder Afrika. Und es gab inszenatorische Höchstleistungen, nicht wahr? Wir alle werden dieses Bild nie vergessen, oder? Wie sie da stand, Angela Merkel, als Hosenanzug Heidi und dem Ziegenpeter auf der Holzbank erklärt hat, wie viel Platz man für Peter Altmaier grundsätzlich beim Buffet freiräumen muss. Es war ganz wunderbar. Und die Ergebnisse dieses Gipfels sprechen wohl für sich. Wie viele Ergebnisse des G7-Gipfels 2007 in Heiligendamm wurden nachweislich umgesetzt? Null. Null. Da haben sich Barack und Angela gedacht, legen wir noch einen drauf. Und sie haben mal eben beschlossen, dass 2100 alle Industriestaaten auf Kohle verzichten. Großartig. Ein Leben ohne Kohle. Plötzlich war klar, warum die Italiener auch dabei waren. 2100 verzichten wir alle auf Kohle und 2200 können wir alle fliegen und Schalke wird Meister. So inszeniert man Demokratie. Und das Schlussbild, ich würde sagen, es hat einen doch an den Rand der Tränen gebracht, nicht wahr? Wie schön war das, als sie da alle standen. Ich war in der Landschaft. Tipsy, Puh, Lala, Tinky Winky. Das war doch eine Fototapete für den Hobbykeller des hartgesottenen Masochisten. Man hätte dieser Interpretation des Begriffs Demokratie wohl nur noch die Krönung verpassen können, wenn Horst Seehofer am Abend im Starnberger See ertrunken wäre. Moment, aber
Moment, aber es würde doch zur bayerischen Opferbereitschaft passen, oder? Ja, ich komme ja aus Bayern und ich meine, es ist doch schließlich die Opferbereitschaft meines Bundeslandes, die diese Nation ganz weit nach vorne bringt, ganz weit, nicht wahr? Opferbereit, voller Demut verzichten wir Bayern auf Dinge wie Stromtrassen, Atommüllendlagerstätten oder nur auch auf Gesetze, die halbwegs Sinn machen. Das ist doch, wie Schofel geht man mit den Bayern in dieser Beziehung um, nicht wahr? Alexander Dobrindt, wie tapfer ist er da gewesen, als seine Maut vom Tisch gewischt wurde. Alexander Dobrindt, das CSU-Mastermind, der sich diese Maut ja in monatelanger wissenschaftsbasierter Arbeit aus dem Abrieb mehrerer Stammtische bayerischer Gasthäuser und einem alten Repetitoriumsheft Europarecht für Dummies zusammengeleimt hatte. Aber er ist tapfer geblieben. Alexander Dobrindt, der ja äußerlich immer ein bisschen wirkt wie der größte Woody Allen-Fan der Stadtsparkasse Dingolfing. Und dass das Betreuungsgeld mit dem Grundgesetz jetzt... Ja, mein Gott, woher soll die CSU auch wissen, dass das Grundgesetz auch in Bayern gilt? Das ist doch nicht fair, oder? Welche andere Partei hätte in den letzten Tagen so auf so erfrischende Art und Weise Einblick in ihren Rassismus gegeben? Das ist doch herzerfrischend, wie offen die CSU ihre Skala der Wertigkeit von Menschen zeigt, nicht wahr? Ganz oben gibt's die guten Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Leute wie Sebastian Schweinsteiger. Dann kommen Vertriebene, die sind auch noch ganz knorke als Flüchtlinge, nicht wahr? Auch häufig Nazis, aber deutsche Flüchtlinge. Dann gibt es die DDR-Flüchtlinge, eindeutig Wirtschaftsflüchtlinge, aber trotzdem gut, denn auch deutsch. Und dann kommt lange, lange Zeit nichts mehr. Und dann kommen eben wunderbare und nicht so wunderbare Neger. Ich habe bei diesem Satz ein bisschen gestutzt, nicht wahr? Roberto Blanco ist ein wunderbarer Neger. Ja, meine, wieso wunderbar? Die Flüchtlingsdebatte wird leidenschaftlich geführt. Ich war auf der einen Seite die angeblich besorgten Bürger, die ihre Geisteshaltung so manchem Reporter gerne mal ins Gesicht spucken, ja, nach dem Motto, ich bin kein Nazi, Sie Volksverräter. Und auf der anderen Seite haben wir Bürger, die ernsthaft besorgt sind und die sich in den letzten Wochen und Monaten auf großartige Weise zu Hauptbahnhöfen aufgemacht haben, um Flüchtlinge willkommen zu heißen. Und das war fantastisch. Die waren Menschen, die diese Bilder einfach nicht mehr ertragen konnten und die in diesem Land für einen kurzen Moment die Politik tatsächlich verändert haben. Denn dieses Trugbild täuscht ja doch ein bisschen, nicht wahr? Dass Angela Merkel plötzlich die Initiative ergriffen hätte und plötzlich ihre Menschlichkeit entdeckt hat als und angebetet wird von den Flüchtlingen als heilige Angela vom Luftschutzkeller. Das täuscht doch dann ein bisschen, nicht wahr? Sie ist von Tausenden von ehrenamtlichen und hilfsbereiten Menschen vor sich her getrieben worden mit ihrer Entscheidung. Angela Merkel. Angela Merkel agiert nicht, sie reagiert. Wann hätte sie oder einer aus der Regierungsbank in den letzten Jahren trotz des Anblicks von Tausenden ertrunkenen Flüchtlingen je auf andere Art und Weise reagiert, als abzublocken, sich abzuschotten und die Schuld und die Arbeit den südlichen Ländern zuzuschanzen? Angela Merkel handelt ganz klar nach den Direktiven des deutschen Unternehmertums. Machen wir uns nichts vor. Wenn der BDI zum Beispiel sagt, lasst die Flüchtlinge zu uns kommen, denn das wird uns helfen, den Druck in einem der größten Niedriglohnsektoren Europas weiter aufrechtzuerhalten, dann weiß Frau Merkel doch genau, was zu tun ist. Wer in diesem Land wirklich willkommen ist, das ist das Humankapital, das auf Dauer die größten Zinsen abwirft. Und sie werden weiterkommen, sie werden weiter flüchten. Daran sind auch wir nicht ganz unschuld. Thomas de Maizière, den man wahrscheinlich ohne Übertreibung und unter Auslassung von Ironie als den verlogensten Vertreter auf der Regierungsbank bezeichnen kann, er betont gerne, dass es doch wichtig wäre, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das klingt so fantastisch, nicht? Fluchtursachen, das ist doch Krieg, Elend, Armut. Und das zu bekämpfen, ja, da sind wir doch alle dabei, nicht? Aber die Diskussion über die Fluchtursachen sollte nicht zu breit gefächert werden, denn sonst kommt man ja ganz schnell drauf, dass es vor allem die mörderische Konsequenz der US-Außenpolitik ist, unserer Verbündeten, die ganze Landstriche veröden lässt und Tausende von Menschen in die Flucht zwingt. Eine Politik, der die deutsche Regierung sich eben nie in den Weg stellt. Und dass wir unsere Entwicklungshilfe jetzt an die Grenzsicherung koppeln, dass wir obendrein afrikanische Bauern vertreiben, indem wir EU-subventionierte Lebensmittel exportieren und dass wir planen, im Khartoum-Prozess mit Diktatoren aus Eritrea, Sudan, Südsudan Geschäfte zu machen, gestalten, die gegen die selbst und
man muss das so brutal sagen, selbst Franz Josef Strauß sympathisch wirken würde. Diesen Menschen wollen wir Millionen Geld geben auf EU-Ebene, und zwar nur, damit sie dafür sorgen, dass aus ihrem Land niemand mehr flüchtet, sei es durch Inhaftierung oder eben indem man ihn erschießt. Und damit haben wir kein Problem, da schauen wir einfach rein ins Handbuch der DDR-Grenzschützer und finden die Regel, mit dem Tod gilt die Flucht als beendet. Eine wirksame Maßnahme der Bekämpfung der Fluchtursachen wäre zunächst mal die sofortige Absetzung von Thomas de Maizière und Frank-Walter Steinmeier. Die Flüchtlinge, die Flüchtlingsdiskussion, es ist nicht so, dass diese Menschen, dass nicht auch Menschen von da willkommen sind, bei Ehrenamtlichen auf höchster Regierungsebene, aber trotzdem, nicht wahr? Vor allem die Verbrecher aus Saudi-Arabien oder der Emir von Katar, wenn der vorbeischaut, mein Gott, was schütteln ihm Gauck und Merkel nicht das Patschehändchen, um seine Investitionen nicht zu gefährden. Also die bei VW, nicht bei der Hamas. Das Emirat Katar hält 16% von VW und steht seit Jahren in Verdacht, die Hamas zu finanzieren. Die Welt, sie ist rund. Der Deutsche, er ist für das Existenzrecht Israels. Er kauft sich an den VW, und von den Millionengewinnen von VW fließt viel Geld in das Emirat Katar, das davon der Hamas neue Lenkraketen finanziert, mit denen dann der Staat Israel beschossen wird. Stellt sich die Frage, ob man diese Lenkraketen dann auch als VW-Nutzfahrzeuge über der Hochkoburg-Vollkasko versichern kann. Weltweit sterben die meisten Menschen an Kleinfeuerwaffen, und wir Deutschen sind immer noch der viertgrößte Exporteur dieser Waffen. Nicht wahr? Aber, wie sagte Donald Rumsfeld, der amerikanische Anthroposoph, mal so schön, der Tod neigt dazu, eine deprimierende Sicht des Krieges zu vermitteln. Schöner kann man es nicht sagen. Und wie vertrauenswürdig präsentieren sich nicht die Mitarbeiter der Tötungsindustrie in diesem Jahr? Gegen KMW, Krauss-Maffei-Wegmann, wird ermittelt wegen Bestechung bei Panzergeschäften in Griechenland. KMW, die ja ein wundervolles Firmenmotto auf ihrer Homepage haben. Es lautet, Zukunft braucht Herkunft. Und das ist gut. Klingt doch viel seriöser, als liegt der Syrer tot im Zimmer, lebt er nimmer. Rheinmetall, eine andere Rüstungsschmiede, hat die Bestechung in Griechenland schon zugegeben. Rheinmetall, die sich vor einiger Zeit Dirk Niebel als Lobbyisten geangelt haben. Und als ich das gehört habe, eine Pfeife wie Dirk Niebel bei der deutschen Rüstung, dachte ich dir ganz kurz, das ist vielleicht die letzte Chance, die der Pazifismus in unserem Land noch hat. Gegen die Firma Sieg Sauer, Spezialist für Kleinfeuerwaffen, läuft ein Verfahren wegen illegaler Ausfuhr von Waffen nach Kolumbien. Sieg Sauer, deren Chef Michael Lüke über die LO Holding die Pressestelle hat ausrichten lassen, Herr Lüke sei nicht in das operative Geschäft eingebunden. Chef, nix wie sie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Welt ist rund. Es läuft eher so, Michael Lüke sitzt in seinem Büro und hat es da muckelig warm, wenn er die nächste Waffenlieferung nach Kolumbien organisiert. Da er deswegen Waffenexportverbot nicht direkt tun kann, schickt er die Waffen an amerikanische Tochterfirmen. Von da gelangen die Waffen nach Kolumbien, und zwar zur Polizei, Drogenkartellen und paramilitärischen Todesschwadronen. Die US-Rohstoffgiganten Glencore und Drummond, die schon seit Jahren in Kolumbien Kohle abbauen, stehen auch schon seit Jahren in Verdacht, kritische Arbeiter oder Gewerkschafter mit Hilfe von Todesschwadronen unter Druck zu setzen. Der berüchtigten Juan Alves Andres Front wird nachgesagt, dabei über 3000 Menschen getötet zu haben. Deutsche Präzisionswaffen können dabei nützlich sein. Durch diesen Terror kann Kohle unter furchtbaren Bedingungen sehr preiswert in Kolumbien abgebaut werden. Das freut wiederum den deutschen Energieriesen RWE, die einen großen Teil ihrer Kohle über Drummond und Glencore aus Kolumbien nach Deutschland importieren und in Wärme für die deutschen Wohnstuben umwandeln. Und das freut am Ende auch Michael Lüke, denn dann hat das wieder muckelig warm, wenn er die nächste Waffenlieferung nach Kolumbien organisiert. Und auch als Sigmar Gabriel, das wohl fröhlichste Endglied der Nahrungskette, mal angedeutet hat, er könnte Waffenexporte etwas restriktiver handhaben, da haben tatsächlich einige Rüstungsfirmen in diesem Land mit Abwanderung ins Ausland gedroht. Wunderherrlich, oder? Wann besser könnte man einen Stall ausmisten, als wenn die Schweine auf Wanderschaft sind? Nutzen wir die Chance. Nutzen wir die Chance. Nutzen wir die Chance gleich. Einen Tatbestand ins Strafgesetzbuch. Verbot der Forschung über Herstellung von Import und Export von Waffen. Strafandrohung 3 Jahre. Und ja, auch für die sympathische Sekretärin, die bei Heckler und Koch schon seit Jahren mithilft, dass der Laden rund läuft. Beihilfe 2 Jahre.
Es gibt einfach Arbeitsplätze, für die gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Aber natürlich braucht die Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik neues, glänzendes Mordwerkzeug. Die deutsche Außenpolitik, sie geht mehr hin in Richtung Fun und Action im Outdoor-Bereich und in anderen Ländern Expeditionen ins Wilde Reich angeführt natürlich und unterstützt durch die Trommler an der politischen Heimatfront in Deutschland. Ich war Verantwortung übernehmen, heißt das Schießen in fremden Gebieten wieder. Vor allem bei Joachim Gauck, unserer Präsidentenhaubitze aus Rostock, der für seinen Satz, es ist für eine glückssüchtige Gesellschaft nur schwer zu ertragen, wenn deutsche Soldaten wieder fallen, bei mir auf ewig einen Platz im nationalen Wichsfigurenkabinett behalten wird. An seiner Seite Ursula von der Leyen, die wohl schönste Verteidigungsministerin seit Karl Theodor von und zu Guttenberg, die nicht nur die Jacken ihrer Töchter, sondern auch den Stahlhelm ihres Vaters aufträgt und die innerhalb der Union schon Stufe Titan 4 erreicht hat. Und als Dritter im Bunde Frank-Walter Steinmeier, der dafür sorgt, dass das Ganze auch sprachlich hübsch verpackt wird, nicht wahr? Kann er ja, der Steinmeier? Der spricht ja fließend diplomatisch. Fließend diplomatisch. Der Steinmeier, der stellt sich ja nicht einfach so in ein fremdes Land und sagt, hört mal zu, ihr Penner, wir brauchen euer Öl. Der stellt sich hin und sagt, ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Europa ein Interesse in der Region formulieren muss. Der sagt ja auch nicht, ich gehe Brötchen holen. Der sagt, ich stelle mich in meiner morgendlichen Verantwortung. Deutschland will wieder mitspielen und dass natürlich die Interessen der deutschen Unternehmer, der Ratingagenturen und der Hedgefonds mehr zählen als Kleinigkeiten wie Friede, Solidarität, soziale Gerechtigkeit. Das konnten wir in diesem Sommer alle in Griechenland erleben, nicht wahr? Wir alle sind Zeugen eines großen Projekts geworden. Der Neoliberalismus siegt über die Demokratie. Schäuble und Merkel, das SM-Pärchen der europäischen Finanzpolitik, sie haben ein Land, ein Volk kollektiv abgestraft, weil die es gewagt haben, eine Regierung zu wählen, die sich der neoliberalen Agenda und den schwachsinnigen Rezepten des IWF entgegenstellen, der ja immer nur dasselbe fordert, trotz völliger Erfolglosigkeit seit über 60 Jahren. Der IWF ist ja wie ein Arzt, zu dem ein Mann mit Schusswunde kommt und der zu ihm sagt, nehmen Sie diese Augentropfen. Und wenn der Mann nach ein paar Tagen wiederkommt und darauf besteht, dass es ihm wirklich nicht besser geht, sagt der IWF, nehmen Sie noch mehr Augentropfen. Griechenland ist am Ende, wir alle wissen das. Der Gesundheitsbereich ist von einem Tag auf den anderen um 40% gekürzt worden. Deswegen ist die Zahl der Totgeburten in Griechenland in den letzten Jahren um 30% angestiegen. 250.000 Menschen gehen da jede Woche zu kirchlichen Armenspeisungen. Eine ganze Generation von jungen Menschen ist da verloren, ohne Job, ohne Aussicht auf Rente und ohne Kinder. Die Geburtenrate sinkt, weil junge Paare in Griechenland einfach nicht wissen, wie sie ein Baby ernähren sollen im Europa des 21. Jahrhunderts. Und das griechische Volk hat von den Geldern, die da geflossen sind, in der Regel gar nichts gesehen. Es lief ja eher so, wir haben den Griechen Geld gegeben, damit die ihre Verbindlichkeiten bei deutschen Banken begleichen konnten. Wir hätten das Geld den Banken auch gleich geben können, aber so hat es wenigstens mal die Sonne gesehen. Wie gehen wir mit Griechenland um? Einem Land, das uns doch die drei Säulen der modernen Spaßgesellschaft geschenkt hat. Demokratie, Olympia, Analverkehr. Aber das grausame Leiden der südlichen Länder, das hatte natürlich auch etwas Gutes, nicht wahr? Niedrige Zinsen für uns, wir kriegen Geld praktisch umsonst. Und das muss man sich auch einmal vergegenwärtigen, dass nur das Leiden der südlichen Länder Schäubles schwarze Null überhaupt erst möglich gemacht hat. Und das andere schöne Nebeneffekt ist, wir haben wieder eine Kolonie. Wer von uns Nostalgikern hätte davon nicht irgendwann mal geträumt? Und so eine Kolonie um die Ecke ist doch recht praktisch, oder? Früher, das war doch mühsam, oder? Als man irgendwo in Schwarzafrika unbewaffnete Eingeborene erschießen musste. Ja, die Mücken, diese Hitze. Aber heute, wie praktisch ist es da, eine Kolonie um die eigene Ecke, wo man die Rentner für die Interessen der deutschen Unternehmer hungern lassen kann. Und das ist toll, wir kennen die Kultur dieser Kolonie, nicht wahr? Wir mögen die Eingeborenen, sympathische Tänze und der Arnisch-Schnaps aufs Haus. Was will man mehr? Gut, das macht uns nicht sympathisch. Keine Frage, aber Wolfgang Schäuble ist an Sympathie nicht wirklich interessiert. Wolfgang Schäuble ist an Pflichterfüllung interessiert. Bei ihm geht es um Dinge wie Sparsamkeit, Gehorsam und Pflichterfüllung. Das ist der grausame Tugendkatalog, mit dem die drei Protestanten Schäuble, Merkel und Sinn Europa an die Wand gefahren haben. Und verstehen Sie mich nicht falsch, das soll keine Verallgemeinerung sein, ja, aber alle Protestanten haben keinen Spaß am Leben. Alle. Und natürlich stecken wir knietief drin. In der Religion machen wir uns nichts vor.
Ja, denn der Kapitalismus ist eine Religion, ganz klar. Was brauchen wir für eine handelsübliche Religion? Wir brauchen zunächst mal den Glauben an ein übersinnliches Wesen. Das ist der freie Markt. Sie können seit Adam Smith bei allen Wirtschaftstheoretikern immer wieder die Formulierung von der unsichtbaren Hand lesen, die den freien Markt leitet. Und dem freien Markt wird von diesen Theoretikern auch eine Intelligenz zugesprochen, die höher ist als die des Menschen und die der Mensch deswegen gar nicht begreifen kann. Und aus dieser unterlegenen Intelligenz fordert zum Beispiel Karl Friedrich August von Hayek, einer der Vordenker des Neoliberalismus, vom Menschen die Demut, die Haltung der Demut und des Gehorsams gegenüber dem freien Markt. Was brauchen wir noch? Gotteshäuser, kennen Sie alle. Filialen der Deutschen Bank, Stadtsparkasse, Raiffeisenbank. In denen die Gläubigen in stiller Andacht ihren Gebeten nachgehen. Was glauben Sie, wie oft Sie beim Anblick eines Kontoauszugs den Satz "Oh mein Gott" hören? Wir haben Propheten, jede Menge. Ratingagenturen, der Jahresbericht der Wirtschaftsweisen oder für den Fundamentalisten der IFO-Index. Wir haben heilige Tiere, Bulle und Bär. Rituale ohne Ende, das Läuten an der New Yorker Börse oder die DAX-Werte, die mal als Laufband bei den Nachrichten vorbeizischen. Und wir haben natürlich auch Glaubenssätze, ja, Dogmen, Mythen, wie sie jede Religion braucht. Da ist zunächst mal der Mythos vom angeblichen Leistungsträger. Die Leistungsträger dürfen nicht mit Debatten über Reichensteuern vor den Kopf gestoßen werden. So der Premium-Ökonom Horst Seehofer. Sie können die Behauptung, dass unsere angeblichen Leistungsträger sich bei einem höheren Steuersatz wie ein scheues Reh in einen Wald mit niedrigem Steuersatz zurückziehen, immer wieder lesen, in verschiedenen Formulierungen. Bei Mark Beise, dem neoliberalen Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, klingt das so: Schon heute ist der Zugriff des Staates leistungshemmend. Immer wieder dieselbe Behauptung, das Dumme ist nur, es stimmt halt nicht. Wer von Ihnen hat je auf ein gutes Geschäft verzichtet, weil er durch den dadurch zu erwartenden Gewinn höhere Steuern hätte zahlen müssen? Kein Mensch. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt und eine Investorenlegende, hat in dem Zusammenhang mal gesagt, höhere Steuern haben überhaupt keine Auswirkungen auf Investitionen. Menschen investieren, um Geld zu verdienen. Um höhere Steuern haben sie noch nie gekümmert. Noch wirkmächtiger ist allerdings das Dogma von den furchtbaren Folgen einer Staatsverschuldung. Der Staatsverschuldung, das ist der Teufel, der Gott sei bei uns, der von der Religion des Kapitals an die Wand geworfen wird. Und gegen diesen Teufel hilft nur ein absolut reines Wesen. Und dieses reine Wesen, es steigt herab in Gestalt eines Engels, in Gestalt der schwäbischen Hausfrau. Würde sie mehr Geld ausgeben, als sie hat? Oh nein, das würde sie nicht. Nicht die schwäbische Hausfrau. Gut, die schwäbische Hausfrau muss jetzt auch keine Krankenhäuser sanieren, Straßen reparieren, versuchen, Bundeswehrhubschrauber zum Fliegen zu bringen. Deswegen ist der Vergleich des privaten Ausgabeverhaltens der schwäbischen Hausfrau mit volkswirtschaftlichen Fragen des Staatshaushalts völlig absurd. Er wird aber von Wolfgang Schäuble und anderen immer wieder gezogen, weil sie es mit diesem Vergleich auf eine emotionale Ebene bringen. Und schon sehen wir sie vor uns, nicht wahr? Die schwäbische Hausfrau, wie sie da sitzt in ihrem kleinen Kämmerlein. Wie sie wimmert, scharfe, scharfe Häusle baue. Hund verkaufe selber Bälle. Und wir wissen, jeder, der diese Frau dazu zwingt, Schulden zu machen, ist ein Schuft, ein Ungläubiger, noch schlimmer. Jemand, der verlangt, dass ein Staat Schulden macht, vergreift sich an der nächsten Generation. Gott stehe uns bei, er missbraucht unsere Kinder. Und das, obwohl das Argument der Generationengerechtigkeit bei uns doch seit 15, 20 Jahren ausschließlich dazu verwendet wird, den Sozialstaat zu privatisieren, ihn abzubauen und Gesindel wie Riester, Rürup, Raffelhüschen und Maschmeyer so die Taschen vollzustopfen, dass zumindest deren eigene nächste Generation schon mal kein Problem mit Altersvorsorge haben wird. Und natürlich findet sich auch... Natürlich findet sich auch für die Behauptung, dass eine zu hohe Staatsverschuldung die Wirtschaft lähmt, ein paar Ökonomen, die etwas dazu gesagt haben. Professor Rogoff und seine Assistentin Reinhardt haben vor ein paar Jahren eine Zahl veröffentlicht und sie haben behauptet, dass bei einer Staatsverschuldung, die 90% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt übersteigt, die wirtschaftlichen Kräfte einzubrechen beginnen. Halleluja, gepriesen seien die neuen Propheten, das Dumme ist nur, stimmt schon wieder nicht. Ein Student hat mal eben nachgerechnet und ganz schnell festgestellt, dass bei einer Verschuldung über 90% die Wirtschaft nicht etwa um 0,1% einbricht, wie von den Professoren behauptet, sondern um 2,2% weiter wächst.
Trotzdem ist diese falsche Zahl benutzt worden, unter anderem um die grausamen Sparpakete in den südlichen Ländern Europas zu rechtfertigen. Aber der Glaube überwindet Zweifel. Und das Wort zum Sonntag sprach vor einiger Zeit Pfarrer Wolfgang Schäuble in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages, als er wortwörtlich sagte, das Vertrauen der Investoren ist der wichtigste Rohstoff in einer sozialen Marktwirtschaft. Halleluja, der Kapitalismus ist eine Religion. Und wie die meisten Religionen wird sie querfinanziert. Wie das Ganze nämlich finanziert wird, hat unsere Gesellschaft funktioniert, hat der BGH mal aus Versehen in einem Mietrechtsprozess entschieden. Dort hat er kategorisch festgelegt, alle Parteien eines Mietshauses zahlen für die Betriebskosten des Aufzugs. Auch die im Erdgeschoss, die diesen Aufzug niemals benutzen. Halleluja. Und so lauten die 10 Gebote in der Religion des Kapitalismus. Erstes Gebot. Ich bin der freie Markt. Du sollst für den Aufzug auch zahlen, wenn du ihn nicht benutzt. Zweites Gebot, du sollst an den Worten Hans Werner Sinns nicht zweifeln. Drittes Gebot, du sollst den Weltspartag ehren. Viertes Gebot, du sollst Mutti ehren. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten, außer Pastor Gauck sagt dir wann und wen. Sechstes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, sondern 3 Kinder zeugen, auf dass du den Moslem übervögelst. Siebtes Gebot, du sollst nicht stehlen, es sei denn, du machst deinen Diebstahl so groß, dass er systemrelevant wird. Achtes Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, wieder deinen Nächsten. Wenn du sowas machen willst, geh halt zu FIFA. Neuntes Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, es sei denn über einen Immobilienfonds mit 8% Rendite. Zehntes Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch was dein Nächster hat. Versuch's beim Übernächsten. Und damit all das auch wirklich gut funktioniert, gibt es ein 11. Gebot, das nur für uns Deutsche gilt. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Und selbstverständlich gibt es auch in der Religion des Kapitalismus einen Feind, vor dem gewarnt werden muss, wie in jeder Religion, der Ungläubige, der Nichtgläubige, die Versuchung, die Sünde. Das Unglaubliche ist, dass wir alle es zugelassen haben, dass der Feind in der sozialen Marktwirtschaft der Arbeitslose ist. So weit ist unsere Gesellschaft schon verroht. Sozialforscher Werner Heidmeier hat an der Uni Bielefeld über 10 Jahre untersucht, wie sich die Einstellung der Bevölkerung zu ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen verändert hat. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Der Langzeitarbeitslose ist zu einem stabilen Feindbild geworden in unserem Land. Die Elite wollte diese Einstellung erreichen, auch bei uns bei der Mittelschicht. Und sie hat es geschafft. 61% aller Befragten halten es für empörend, wenn sich Hartz-IV-Empfänger auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Nur zur Erinnerung, der Hartz-IV-Tagessatz beträgt 13 Euro. Die Denunziation der Arbeitslosen, alles begann mit Gerhard Schröder, der roten Null, als er damals gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit in unserem Land und damit als erster die Gleichung arbeitslos gleich faul aufgemacht hat. Dann kam Franz Müntefering, einer der klügsten Denker des ausgehenden Mittelalters, und hat in dem Zusammenhang die Bibel zitiert und gesagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wie hinterhältig, wie infam musst du sein, wenn du wie Müntefering die Bibel zitierst, aber absichtlich falsch. Denn im 2. Paulusbrief an die Thessalonicher, da steht nicht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Da steht, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, oder? Denn das Nürnberger Institut für Arbeitsmarktforschung hat festgestellt, Hartz-IV-Empfänger haben eine höhere Arbeitsmotivation als der Rest der Bevölkerung. Die wollen arbeiten, weil Arbeit nun mal einen Teil unseres Selbstwertgefühls ausmacht. Was macht Franz Müntefering heute? Er ist Ehrenpräsident beim Arbeiter-Samariter-Bund und kümmert sich um Hilfsbedürftige. Schön zu wissen, dass er durch seine Politik dafür gesorgt hat, dass er den Job noch verdammt lange wird machen können. Die Elite wollte eine Einstellung bei uns, bei der Mittelschicht, provozieren. Wir sollten uns von den Arbeitslosen abgrenzen und diese verachten. Wenn das gelingt, haben wir selbst irgendwann Angst, vom Staat abhängig zu sein. Und das macht uns gefügig, denn wer Angst hat, der stellt keine Forderungen. Und wir alle ahnen doch etwas von dem Druck, den Hartz-IV-Empfänger empfinden müssen. Hartz-IV-Empfänger müssen immer erreichbar sein, immer ihren Kontostand offenbaren, müssen jede noch so idiotische Fördermaßnahme mitmachen. Wenn die 2-mal zu spät zum Termin kommen, kann es zu einer Kürzung ihrer Bezüge kommen. Wenn sie öfter mal im Kreis der Familie Mittag essen, sollten sie doch nicht aus Versehen auf dem Amt ausplaudern, weil es sonst auch zu einer Kürzung ihrer Bezüge kommen kann. Das Ergebnis? Jeder 2. Hartz-IV-Empfänger ist psychisch krank, hat eine Studie der DRK ergeben. Aber vielleicht müssen Sie nicht lange leiden, denn wer kümmert sich laut Presseberichten in seiner Freizeit um psychisch Kranke? Volker Kauder.
Hartz IV hat die Armut in unserem Land so weit ansteigen lassen, dass, und wir regen uns nicht mal mehr darüber auf, es Tafeln gibt. Dass es in einem der reichsten Länder der Welt Tafeln gibt, an denen sich einmal in der Woche Hunderttausende von Menschen anstellen und um Essen betteln. Und dann kommt Katrin Göring-Eckardt, die ihre volkswirtschaftlichen Kenntnisse am Internationalen Institut für Milchmädchen erworben hat, die mit ihrer Partei den Grünen Hartz IV, die Armut und die Tafeln überhaupt erst mit installiert hat. Und sie schreibt in einem Buch über die Tafeln: Es ist ein Glück, dass es die Tafeln gibt. Die Tafeln sind die Antwort auf das Problem der Armut in unserem Land. Katrin Göring-Eckardt, deren Verstand sich vor langer, langer Zeit wie ein Auswanderer in südliche Gefilde abgesetzt hat, um dort an der Strandbar ein Bier zu trinken, zusammen mit der Würde von Joschka Fischer. Das Sozialstaatsprinzip wurde umgewandelt in einen Wohltätigkeitsball. Das neue Motto lautet: Rotarier aller Länder, vereinigt euch. Früher hieß es arbeitslos, nicht wahr? Da hat man schon sprachlich den Verlust gesehen. Jemand ist was losgeworden. Heute heißt das Hartz-IV-Empfänger. Da empfängt einer was. Wahrscheinlich etwas, auf das er keinen Anspruch hat. Angela Merkel hat vor 10 Jahren, 2005, schon klar festgelegt, wer schuld ist. Sie hat gesagt, es ist der Wohlfahrtsstaat, der schuld ist an der Staatsverschuldung. Und sie wurde unterstützt immer wieder von allen möglichen, unter anderem auch von Peter Sloterdijk, dem sympathischen Philosophiestudenten im 146. Semester, der in der FAZ in diesem Zusammenhang tatsächlich von einer Ausbeutungsumkehrung gesprochen hat. Was Sloterdijk damit meinte, ist, dass die Armen in unserem Land inzwischen die Reichen ausbeuten. Ein gemessen an seiner Verständlichkeit schockierend überbezahlter Philosoph bezeichnet also Menschen, die von 13 Euro am Tag leben, als Ausbeuter der Reichen. Aber die Presse hat fröhlich mitgemacht bei der Denunziation, allen voran die Springerpresse. Sie erinnern sich alle an Kampagnen über Florida Rolf oder Arno Dübel, den frechsten Arbeitslosen Deutschlands. Und wie gut das funktioniert hat, auch bei der Mittelschicht, auch bei mir, habe ich vor einiger Zeit gemerkt. Da gab es eine Sendung, Hart aber fair, mit Plasberg. Und da ging es um Tiefkühlkost. Und da hat ein deutscher Professor, wer sonst, gesagt, was wäre denn die Alternative zu Tiefkühlkost? Ja, sollen wir uns die Pizzas vielleicht alle frisch machen? Das dauert ja Stunden. Und wenn wir uns jetzt mal Hartz-IV-Empfänger vor Augen führen, die haben noch gar nicht die Kenntnisse oder die Fähigkeiten dazu. Und kurz bevor einem die Kalzone hochkam, ist Plasberg Gott sei Dank dazwischen gegangen und hat gesagt, Moment, wollen Sie damit behaupten, dass Sie einen Unterschied erkennen in der Zubereitung von Tiefkühlkost zwischen Menschen mit Abitur und Hartz-IV-Empfängern? Ich habe 3 Schluck Rotwein gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Unterscheidung in Menschen mit Abitur und Hartz-IV-Empfängern auf demselben Denken basiert wie das arrogante Gequatsche des Professors. Die Elite hat ganze Arbeit geleistet mit ihren Verbündeten, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Deutschlandkonvent, Bertelsmann Stiftung, und misstrauen sie den Leuten, die unsere Armut relativieren, indem sie sie mit der Armut woanders vergleichen. Das wird gerne gemacht. Vor allem vom Professor Meinhard Miegel, schon wieder ein Professor, allerdings ehrenhalber, also Laienprediger, der in dem Zusammenhang gesagt hat, ich halte es für eine zynische Missachtung wirklicher Armut, wenn man Menschen in Deutschland als arm bezeichnet. Ursula von der Leyen hat auch gesagt, Armut in Deutschland ist ja immer eher relativ. Und der Dortmunder Statistikprofessor Walter Krämer, der weiß, wie man mit Statistik lügt, hat mehrfach gesagt, na schauen Sie, mit dem Hartz-IV-Satz wären Sie ja in 9 von 10 Ländern reich. Aber es ist doch ein Unterschied, oder? Die Lebenshaltungskosten in Mumbai werden sich doch von denen in Köln, Hamburg, Stuttgart ein bisschen unterscheiden. Und das Empfinden der Armut ist auch ein anderes, wenn ich wie in Indien oder Afrika umgeben bin von Menschen in einer ähnlichen sozialen Situation. Anders als eine alleinerziehende Mutter, die in unserem Land, weil sie 2 Kinder hat und ihr Mann sie verlassen hat und weil sie deswegen keine Arbeit nachgehen kann und auf Hartz-IV-Niveau lebt, sich einmal in der Woche in unserem Land an einer Tafel anstellen muss und um Essen betteln muss, damit sie ihren Kindern eine Kleinigkeit zum Geburtstag kaufen kann. Und was Miegel, von der Leyen und Krämer und die anderen dieser Frau letztlich vorwerfen, ist, dass man ihre Armut nicht ansieht. Ja, dass ihre Armut nicht deren ästhetischen Vorstellungen von Armut entspricht. Für diese Leute wäre diese Frau nur dann wirklich arm, wenn ihre Kinder schon irgendwo in der Ecke liegen würden, zu schwach, um sich gegen die Fliegen zu wehren, die Würmer in ihren Augen ablegen. Und die Lüge, dass Hartz-IV-Empfänger faul sind, sie wird so lange wiederholt, bis sie zur Wahrheit geworden ist. Wissen Sie was? Ich glaube, der Mensch ist nie strukturell faul. Der Mensch hat mal Angst, ist müde, orientierungslos, unsicher. Der Mensch hat vielleicht vom eigenen Elternhaus nicht die notwendigen Fähigkeiten mitbekommen, um sich jeden Tag einer nervtötenden Arbeit zu stellen. Der Mensch ist nie wirklich faul. Wenn er Hunger hat, sucht er sich was zu essen. Wenn er Lust hat, sucht er sich ein Gegenüber, das ihm in der stabilen Seitenlage gefallen könnte. Aber wenn es gelingt, Faulheit
als Motiv zu installieren, dann haben wir aus dem Opfer einen Täter gemacht. Und genau das ist in den letzten Jahren bei uns abgelaufen. Aber das Sozialstaatsprinzip, das besagt doch, dass wir allen Arbeitslosen eine Teilhabe an der Gesellschaft bieten müssen. Ja, auch dem Arbeitslosen, der uns vielleicht bequem, überheblich oder faul, kommen Sie, wir zahlen Christian Wulff jedes Jahr über 200.000 Euro. Und es gibt... ganz bestimmte Formen der Gerechtigkeit nicht. Es gibt bei uns keine Chancengerechtigkeit. Alle internationalen Studien, OECD und andere, sagen, nirgendwo in Europa ist die Durchlässigkeit zwischen den sozialen Schichten geringer als bei uns. Es gibt auch keine Lohngerechtigkeit. Natürlich wird trotz Mindestlohns weiter ein sittenwidriger Lohn gezahlt. Wie anders würden Sie das Gehalt von VW-Chef Martin Winterkorn bezeichnen? Und natürlich haben unsere Journalisten kein Interesse an mehr sozialer Gerechtigkeit. 68% aller deutschen Journalistenschüler stammen aus gutbürgerlichem, wohlhabendem Haus. Alle großen überregionalen Tageszeitungen befinden sich im Besitz von Familien mit dreistelligem Millionenvermögen. Ja, mit Ausnahme der FAZ, die in einer Stiftung steckt. Aber wer von Ihnen glaubt ernsthaft, dass die Frankfurter Altherrenzeitung an mehr sozialer Gerechtigkeit interessiert ist? Und wenn wir diese Ungerechtigkeiten erkennen und weiterdenken, dann wird es natürlich irgendwann bitter, denn irgendwann kommen wir an den Punkt, nicht wahr? Irgendwann wird uns klar, dass wir das letztlich nicht verdient haben. Sie nicht und ich nicht. Niemand hier im Raum heute Abend hat es verdient, deutlich mehr Geld im Monat zu bekommen als eine Krankenschwester. Niemand arbeitet härter, niemand trägt mehr Verantwortung. Sie wissen das auch. Das ist nämlich einer der Gründe, warum Sie hier sind. Und wenn Sie dieses System trotzdem rechtfertigen, dann geht das nur über gedankliche Prothesen. Ja, indem Sie sich sagen, na gut, es ist halt nicht alles perfekt. Manche haben halt mehr als andere, nicht wahr? Weil sie irgendwie Glück hatten, sie geerbt haben oder weil sie besser sind als andere. Angela Merkel glaubt das, dass es Menschen gibt, die besser sind als andere. Ganz sicher. Sie hat mal ein Interview gegeben mit der Süddeutschen Zeitung und in dem hat sie über den Terror der RAF gesprochen. Und sie hat gesagt, der Terror der RAF sei ganz furchtbar gewesen, weil die Opfer so strategisch geplant waren und weil es immer weit überdurchschnittliche Menschen getroffen hat. Aber in jeder Gesellschaftsschicht gibt es doch jemanden, der wird besser eingewertet als du selbst. Das wird sie doch auch spüren, oder, Angela Merkel? Wenn sie einmal im Jahr zum Tee trinken eingeladen ist, bei Liz Mohn von der Bertelsmann Stiftung. Friede Springer ist auch da und Ursula Pirch von VW. Sie sitzen da, trinken Tee, plaudern, essen Gebäck. Angela fühlt sich wohl. Sie mag die Atmosphäre, sie ist nicht zum ersten Mal da. Leise Musik im Hintergrund, ein unaufdringlicher Service. Die Bluse von Liz Mohn erinnert sie an irgendwas, aber ihr fällt gerade nicht ein, an was. Sie plaudern über dies und das, keine große Weltpolitik. Vielleicht erzählt Angela eine Anekdote. Vielleicht geht es um ein Geschäftsessen. Vielleicht fallen die Begriffe Messer und Gabel. Und in diesem Moment treffen sich die Blicke von Liz Mohn, Friede Springer und Ursula Pirch. Und ein kleines Lächeln wird über ihre Gesichter huschen. Ein kleines Angela ausschließendes Lächeln. Und sie wird es merken. Und sie wird sich denken, aber warum? Ich bin doch diejenige, die hart an der Umsetzung der Wünsche der anderen arbeitet. Ich bin doch diejenige, die jeden Anflug gesellschaftlicher Veränderung im Keim erstickt. Ich bin doch diejenige, die sich in den südlichen Ländern dafür beschimpfen lassen muss. Plötzlich fällt ihr auch wieder ein, woran sie die Bluse von Liz Mohn erinnert. Sie hatte vor kurzem zufällig einen Bericht im Fernsehen gesehen über eine Frau, die in Griechenland beim Arzt war, eine Patientin. Und diese Griechin, die trug eine Bluse, die der von Liz Mohn zum Verwechseln ähnlich sah. Aber die Bluse der Griechin, die schimmerte so, glänzte irgendwie feucht. Und in dem Bericht erzählte der Arzt, dass sich die Frau durch die Kürzungen im Gesundheitsbereich seit über 2 Jahren keine Krankenversicherung mehr leisten kann. Und dass deswegen auch seit über 2 Jahren ihr Brusttumor nicht mehr behandelt worden ist, der jetzt durch die Haut wuchert und die Kleidung einnässt. Möchtest du noch eine Tasse Tee? Wird sie die Gastgeberin fragen hören. Und Angela wird höflich lächeln und ja bitte antworten. Der soziale Friede braucht ein bisschen Wut. Wer über den Tellerrand schaut, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke. Der frühe Vogel stirbt im Sturm. Wer ohne Schuld ist, gehört zur Erbengeneration. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist, sagte Stuart Sutcliffe an dem Abend, als er sich von den Beatles trennte.